Willkommen zu Markets on Air mit dem Schwerpunkt Weltmarktführer. Hidden Champions, deutscher Mittelstand, ist Weltklasse. 4000 Bücher pro Stunde. Die Maschine ist eine Art Alleskönner. Ein Buchumschlag wird hier gefalzt, geschnitten, geklebt. Die Maschine ist ein Produkt der Firma Kolbus, vom Gießen der Einzelteile bis zur Montage. Der ostwestfälische Maschinenbauer ist Weltmarktführer. Made in Germany, so der Geschäftsführer von Germany Trade and Invest, stehe nach wie vor für Innovation und Qualität. Es liegt an der Tatsache, dass wir Unternehmen haben, auch kleinste Unternehmen, die sich eigenständig täglich in ihrem Markt weltweit behaupten. Deutsche Produkte werden nie sich von dem günstigsten Preis her verkaufen lassen. Es wird immer darum gehen, mit dem innovativsten Produkt einen Wettbewerbsvorteil darzustellen. Weltweit gibt es insgesamt mehr als 2700 sogenannte Hidden Champions oder heimliche Gewinner. Doch aus keinem Land kommen, so eine Wirtschaftsstudie, so viele Weltmarktführer wie aus Deutschland, weit vor den USA und Japan. Deutsche Unternehmen profitieren im Augenblick in besonderer Weise vom Nachholbedarf, vom Ausstattungsbedarf wachsender Volkswirtschaften. Wir sind ein starker Lieferant für Werkzeugmaschinen, für den Grundbedarf des produzierenden Gewerbes in anderen Ländern. Ein Fünftel der deutschen mittelständischen Unternehmen tummeln sich bereits auf ausländischen Märkten. Und jedes Jahr werden es mehr. Spezialpressen aus Göppingen, Weltmarktführer Schuler. Das Unternehmen baut Pressen, große Pressen, mit denen sich Blech beliebig verformen lässt. Wir haben unheimlich viel Erfahrung, unheimlich viel Know-how bei uns aufgebaut und gesammelt. Man kennt uns weltweit, man kennt uns als Problemlöser und wir sind von der Innovation mit Sicherheit auch an der Spitze der Branche. Das wird uns von unseren Kunden auch immer wieder so bestätigt. Schuler ist Umsatzmilliardär und Weltmarktführer, wenn es ums Pressen geht. Videokonferenz mit Indien. Dieses Mal ist auch China dabei. In beiden Ländern wächst das Unternehmen rasant. Wir müssen natürlich auch lokale Wertschöpfung bringen. Das bedingen die Zölle, die es dort zum Teil gibt, dass wir lokale Wertschöpfung brauchen. Und wir wollen natürlich auch uns in diesen Märkten auch als Heimatmarkt mit etablieren. Wir wollen auch die lokalen Menschen dort beschäftigen und in diesen Ländern auch zu Hause sein. Schuler will in Göppingen und im Rest der Welt weiter wachsen. Rund 3.700.000 kleine und mittelständische Unternehmen waren 2012 in Deutschland registriert. Sie sind mit insgesamt 21 Millionen Beschäftigten größter Arbeitgeber des Landes. Viele von ihnen sind auf den Weltmärkten präsent, mit Produkten Made in Germany. Mittelständler in Investitionslaune. Aufgrund guter Geschäftsaussichten und niedriger Zinsen wollen so viele deutsche Mittelständler investieren wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Rund 80% der Unternehmer wollen 2014 Geld in ihr Unternehmen stecken. Mehr als ein Drittel plant, seine Belegschaft aufzustocken. Weniger Pleiten. Die Baumarktkette Praktika musste zwar Insolvenz anmelden, insgesamt aber ist die Zahl der Firmenpleiten 2013 auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gesunken, auf rund 26.300. Grund: die robuste Konjunktur sowie die Rekordbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt. Erfolgreicher Standort. Hamburg ist die Hauptstadt der großen deutschen Familienunternehmen. 4,4% haben nach einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung in der Hansestadt ihren Sitz. Auf Platz 2 und 3 München und Berlin. Groß, größer Liebherr, Bagger für den Weltmarkt. Dieser Muldenkipper ist der größte LKW der Welt. Reifendurchmesser 4 Meter. Den gibt es zum Kaufen ab 1 Million Dollar. Der hat 2800 PS und hat eine Zuladung von 200 Tonnen. Vom Riesenlaster bis zum Straßenbagger,
Der Konzern ist in 17 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten. Die weltweit 38.000 Beschäftigten bauen, was die Kunden wünschen. Passt eine Bohrung nicht, ist der Schlauch zu kurz. Das sind jetzt praktische Dinge, die der Mitarbeiter bei uns fast tagtäglich machen muss. Wir sind nicht der klassische Serienfertiger, sondern wir fertigen Kunden im Kundenauftrag Bagger, Sonderanfertigungen für Ausrüstung. Das ist unsere Stärke. Jede Sonderanfertigung verlangt Teamarbeit und Erfindergeist. Das Entscheidende aber: Wir arbeiten hier natürlich an einem Männertraum, wenn Sie es wollen. Ja, Baumaschine, viele kleine Jungen kennen es von klein auf. Matthias Herzog weiß, wovon er spricht. Und wenn es geht, setzt er sich auch gerne selbst ans Steuer. Und das war Markets on Air mit dem Schwerpunkt Weltmarktführer.